Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Was machen wir? Wir sind dabei, die letzten beiden normalen Getreidefelder, Feld 14 und Feld 16, abzuernten. Und, weiterhin sind wir dabei, oder bereiten wir uns dann auf die große Maisernte vor. Wir wollen Mais häckseln auf drei Feldern mindestens. Und ich will noch ein bisschen was umbauen auf dem Hof. Ich möchte da noch eine Halle hinstellen oder zwei für die Gespanne und für die Drescher mit Anhänger und so. Also mit Schneidwerkswagen. Dafür werde ich das Feld 20 platt machen. Aber dafür muss ich erst noch eine Walze haben. Und die Walze habe ich eigentlich gedacht, ich hätte mir die in Mod-Ordner gepackt, aber scheinbar nicht. Egal. Muss ich dann nochmal tun. Das ist aber jetzt kein Problem. Nach dieser Folge mache ich einen kleinen Break in der Aufnahmesession. Und dann kann ich das dann immer noch machen. Wir schauen mal, was hier so vor sich geht. Ja, gut. Wird nicht mehr produziert, weil er kein Holzpaletten mehr hat. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass der Verbrauch hier viel höher ist als bei dem anderen Palettenwerk. Dafür bin ich aber auch der Meinung, dass die Produktion hier an Bretterpaletten viel schneller geht. Ich kann mich aber auch täuschen. Wir stellen hier einfach mal ein paar Paletten hin. Irgendwann baue ich dann hier auch mal ein Palettenlager. Aber wann? Je ne sais pas. Ja, ist ja gut. Hier ist voll, ich sehe es. Acht Stück. So witzig, dass du aus den 8 Stück, die da stehen, 9 Stück hier machst, ne? Aber nur nicht päpstlicher als der Papst sein. Auf jeden Fall kann hier das Palettenwerk dann wieder anfangen zu arbeiten und zu produzieren. Das kann man ja zwischendurch immer mal eben so mitmachen. Der hat keine Bretterpaletten mehr, ne? Nicht unclever gewesen, oder? Oh, der Lexion Nummer 4 sollte aufgetankt werden. Naja. Können wir ja machen. So, den hängen wir erstmal ab. Und hier vorne. Big Bear Wood. Sind zwar immer nur 4 Paletten, die ich hier raufkriege. Oh, der hier ist auch schon wieder voll. Okay. Beziehungsweise voll nicht. Hackschnitzel sind voll. Deshalb kann er hier nicht weitermachen. Da muss ich mich dann auch noch drum kümmern.
Das mache ich dann aber, indem ich mir hier einen Hakenlift-Container kaufe. Oha. Hier geht's jetzt richtig rund. Alle stecken fest und. Erstmal muss man hier gucken, was ist hier los. Der ist bestimmt nur. Ja, okay. Na gut, das ist nicht so schön, dass der jetzt da feststeckt. Reicht das noch für dieses Feld? Ich weiß es nicht. Ich würde es hoffen. Ansonsten müssen wir uns noch was kaufen. So, mit dem fahren wir jetzt mal eben zum Shop. Wobei, da gibt es doch irgendwelche Überführungskurse, zumindest Holz auf. Zwischenzeit kaufen wir uns mal einen Getreidecontainer. Von hier ist es ja auch nicht so weit, sonst Richtung von da ist es nicht so weit Richtung Tankstelle am Hof. Der fährt schon ganz schön. Der macht das schon ganz schön schnell. Ja, ich würde aus dem Weg gehen. So, mein Händler. Ich bin auch der beste Freund, glaube ich, von ihm. Holz. Produktion mit unserem neuen Hakenlift. Das ist hier echt universell. Das ist jetzt mein fünfter Aufsatz.
für diese Hakenlift-Dinger. Ich habe die anderen ja bei der Obstproduktion stehen, also als Plattform sozusagen. Wie cool, meine Leute ernten. Das Wetter muss man ausnutzen. Da gibt's nichts. Könnte ich da nicht eigentlich auch? Weiß ich gar nicht. Zwei Förderbänder hinstellen, die mir das automatisch immer rüberpumpen, rüber transportieren. Da musste man noch mal ein Foto von machen. So, 45.000 Liter ist jetzt auch kein Pappenstiel. Guckt euch das an. Wie geil. Wie cool. Da ist er voll. Oh, falsche Richtung. Und wieder ausladen. Kippen wir jetzt erstmal hier bei den. Aber die Pelletproduktion ist auch voll, die müssen wir auch mal wieder leer räumen. Noch eins von kaufen, ne? Und hier hinstellen. So, der ist schon mal voll. Das heißt, den kippen wir auch hier hin. Da
für die Zellstoffproduktion habe ich im Augenblick noch genug. Das ist nämlich noch voll da oben und ich habe, glaube ich, ja, wobei so viel habe ich nicht mehr im Hofsilo, aber... Erstmal aufräumen, ne? Muss ja auch gemacht werden. So. Das war es nämlich auch schon für diese Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, hinterlasst mir gerne ein Like. Dürft mir auch gerne natürlich einen Kommentar hinterlassen. Gerne auch mit Kritik. Aber ich sage immer, sachlich sollte sie sein. Ja, also nicht einfach nur irgendwas dissen, sondern wenn ihr irgendwas schlecht findet, Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt das gerne. Ja. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich hier irgendwelche Sachen mache, die euch nicht gefallen und ihr dann nicht zuguckt. Nein, hat keiner was von. Versteht ihr? Ja, versteht ihr. Klar, versteht ihr. Seid ja nicht doof. Sonst würdet ihr ja nicht zugucken. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, heute auf dem Karfreitag. Und würde mich freuen, wenn ihr mich auch bei Facebook besucht oder auf meiner Website friesenjung13.de. Und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr morgen am Ostersamstag auch wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.